Soll ich das noch einmal erzählen, wie das mit dem Andi und mir verlaufen ist? Mir kommt es ja noch nicht lange vor, aber es sind doch auch schon wieder über ein Jahr, dass wir zusammenleben in einer kleinen Wohnung. Das kleine Glück, das Liebesnest, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Aber es zeigt sich halt auch oft anders. Wie kann man die Gründe verstehen, die diese junge Frau dazu gebracht haben, sich in eine Beziehung mit einer Person zu begeben, die sie zuvor niemals bemerkt hatte? Er hat ja auch seine Vorzüge. Ich meine, man kann das jetzt auch nicht abstreiten. Ich wäre nicht umsonst seit 3 Jahren mit ihm zusammen, wenn es da nichts gäbe. Seine Herzlichkeit, seine Hilfsbereitschaft, dass man eigentlich, er würde es zwar nicht erraten, aber man kann doch alles, wenn man es ihm doch irgendwie unter die Nase reibt, kann man doch alles von ihm haben. Will man die Freiheit opfern oder die Treue zu einer Person mit einem Gelübde beteuern, um eine Form der Hingabe zu wecken? Und vielleicht tut er das ebenso, führt er alles so wie unsere Beziehung leblos und ziellos hinein in den Tag und was da eigentlich kenne ich ihn ja überhaupt gar nicht. Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr kennenzulernen. Was war der Anlass, der dazu führte, ihren Stolz zu ignorieren und das Profil ihrer Kandidaten so radikal zu reduzieren? Ja, seine Gestalt hat er ja schon länger verloren. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, dass das irgendwann mal anders gewesen wäre. Ein bisschen mehr Pep. Die Antworten sind nicht in der Familientradition oder Erziehung, weniger in materiellen Bestrebungen oder einer ungezügelten Lust zu finden. Meinen Freunden hat er ja sehr gut gefallen, speziell den weiblichen. Da war man natürlich dann schon versucht, auch ein bisschen darauf einzusteigen und zu sehen, wer den Mann fängt, meinetwegen. Na. Dies ist nicht eine Geschichte über Leidenschaft, Mut, vorbildliches Verhalten, Wahnvorstellungen oder Gewinner und Verlierer. Doch keinen Impuls, wenn da jemand ist, der einfach keine Interessen zeigt. Solange jemand da ist, den man praktisch umschließen kann, das gibt halt. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was er braucht, aber strebt man nicht nach mehr? Dies ist eher die Geschichte, die eine Niederlage voraussagt. Oder ist es die Sturheit und Skrupellosigkeit, eine unschuldige Person in eine Handlung einzubeziehen? Ich meine, habe ich doch schon auch oft gedacht, er war ja auch nicht die erste Wahl, aber auch nicht die letzte. Ein netter Mann, der Interesse zeigte und man probiert sich halt zusammen. Funktionierte auch, mal besser, mal schlechter. Aber für mich ist es eine irrsinnige Anstrengung, täglich aufzuwachen neben ihm und verliebtes Gesicht zu zeigen. Und ohne dass das jetzt irgendwie stechend klingen mag, aber ich denke, er braucht mich.
Dies ist die Geschichte eines Spielers, der nur eine Karte zu spielen hat. Die Geschichte eines geheimen Paktes, wenn eine Partei der anderen zustimmt, der immensen Gefahr bewusst, in den Untergang geführt zu werden. Er weiß auch, was mir gefällt in der Hinsicht. War schon mal mehr vorhanden, aber er kann sich so geben, dass es mir auch recht macht. Und darauf geht er dann doch auch ein. So ist es ja nicht. Aber man muss ihn schon herausfordern, man muss ihn schon aus der Reserve kitzeln. Ist es die Gewissheit, die Geschichte von jemandem, der selbst weiß, mit einer Pechsträhne gegen sich und selbst nicht in der Lage, seine Wette zu ändern? Ich habe mich da schon durchgekämpft und versucht, irgendwie, weiß ich nicht, was einen zusammenhält oder zusammenhalten sollte, irgendwie am Leben zu erhalten und immer wieder neue Geister hinzuzuführen und. Dieses Roulette führt zu einem unvorhersehbaren Ergebnis. Aber dennoch, trotz der so oft angekündigten Niederlage, hat die Spielerin noch eine Vorliebe für Adrenalin als ihren einzigen Trost. Da ist er aber. Gut, da bleibt er halt auf seinem Weg, da lässt er sich auch nicht von mir irgendwie zu etwas machen, auch wenn er manchmal affektiert wirkt, ein bisschen sich künstlich verstellt, mir zuliebe. Er ist eigentlich nicht der Typ dazu. Eigentlich ziemlich gewöhnlich. Die Erinnerung an jene Zeiten, in denen sie sich unverwundbar fühlte, wenn sie dachte, sie sei über die Wahrheit oder die Fantasie. Das ist die Geschichte von einem Urteil, das gerade erst begonnen hat und verspricht über viele Jahre hinaus, in denen alles das Gleiche und immer wieder das Gleiche bleibt. Vielleicht passen wir doch auch einfach gar nicht zusammen. Vielleicht wäre doch mit jemand anderem ein Mensch, den ich dann auch anders betrachten könnte. Vielleicht ist er auch einfach zu einfach.